So. Der heutige Plan ist, unser Kupfer auszubauen. Wir haben noch Biomasse vom Biomassegenerator. Wir brauchen einen Konstruktor, dafür brauchen wir dicke Eisenplatten. Wir brauchen einen Miner. Dafür brauche ich normale Eisenplatten, 10 Stück, Beton. Wir brauchen einen Schmelzofen. Ja. Brauchen wir noch ein bisschen was, aber wir produzieren hier auch fleißig aktuell Platten, ne? Ja. So, wir brauchen die dann immer mit. Die dann immer mit. Ups, das auch. So. Kupfer habe ich Gott sei Dank noch ein bisschen was einstecken. Oh, ich kann auch Kupferbahnen herstellen. Machen wir doch gleich. Ich brauche noch Eisenbahn einstecken. So, dann brauche ich. Was brauche ich denn dafür? Da reichen die Schrauben nicht ganz. Auch noch ein paar Eisenplatten, also verstärkte Eisenplatten. So, dann machen wir noch Draht. Einen ganzen Berg davon. Da ich aus Kupfer aktuell nicht großartig mehr herstellen kann. Haben wir jetzt alles in Kupferdraht erstmal. Es dauert jetzt zwar einen Moment, aber was soll's. Also wir werden jetzt erstmal unseren ganzen Kupfer ausbauen. Dann versuchen wir uns den Space Elevator. Elevator und Lift ist dasselbe, oder? Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Auf jeden Fall das Ding auf jeden Fall bauen. Das braucht ja relativ viel. Wie lange die Folge geht, weiß ich jetzt noch nicht. Bestimmt verfranze ich mich wieder. Habe ich Beton dabei? 18, sogar ein bisschen mehr. Wir nehmen auf jeden Fall noch ein paar Kabelchen mit. So. So, es muss theoretisch reichen. Okay, der da hat schon aufgeben. Da drüben zeigt gelb an. Okay. Frisst der da Biomasse?
Cool. Frisst Biomasse. Jetzt zeigt er auch wieder grün an. Zwei davon, okay, cool. Wir nehmen sicherheitshalber mal noch Beton mit. Blub. Zack. Ist hier schon wieder irgendwas nachgewachsen, was ich mitnehmen kann? Keine Ahnung. So. Strommast. Einen auf jeden Fall hin. Stromleitung, zack. Da ist noch nichts nachgewachsen, was ich mitnehmen kann. Okay. Voila. Wo ist mein Strommast, den ich hier unten platziert habe? Oh, guck mal. Blätter brauche ich für Biomasse. Brauche ich hier oben einen Strommast? Brauche ich, zack, zack. Dann legen wir hier einen Strommast hin. Nehmen wir gleich nämlich den Strom mit. Zack. Zack. Dann bauen wir hier noch einen hin. Zack. So, hier wird es jetzt interessant. Hier brauche ich einen Miner. Dazu muss ich erstmal das Kupfererz hier noch wegmachen. Miner aufheben. Miner aufheben. Miner MK1. So. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Wenn mein Plan funktioniert, können wir das einfach so machen. Ja? Zack, einmal. So zeigt er mir jetzt rot an. Okay, jetzt geht's. Oben ist Gott sei Dank noch kein Strom drauf. Da brauchen wir jetzt einen. Brauche ich da einen Schmelzofen für? Eigentlich brauche ich nur einen Constructor. Steht das vielleicht irgendwo da? Aus Kupfererz muss ich Kupferbahn machen. Freilich brauche ich dafür eine Schmelzofen. Kann automatisch, indem er Erz mit anderen Eingang angeschlossen wird, anzünden. Okay. So, wo ist meine Sammlung? So, die verarbeiten wir hier unten weiter. So der theoretische Plan. Okay, so lang. Förderbahn ist zu lang. Ach so, dann muss ich. Oh, mir gehen die Eisenplatten aus. Zu teuer. Unglaublich. Gott sei Dank produziere ich hier fleißig nach. Da laufen mir Gott sei Dank welche. Ja.
Oder davon, da. Kann ich den großen abbauen? Ne, geht nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich hätte gern. Es war in der Logistik. Ne, Organisation, Lagercontainer. Werde ich daher schmeißen. Das ist jetzt nur der Schmelzofen. Bauen wir auf die Höhe hier den Konstruktor hin. Orange-Eingang. Drei. Förderband. Zack. Okay, ich muss ihn jetzt irgendwie da drüber kriegen. Na, 4 dürfte es doch gehen. Drehen. Kann ich den jetzt irgendwie. Okay. Das geht. Die Höhe des Mastes anpassbar. Plus minus im Zweifel? Nee. Drehen. Wie passe ich denn die Höhe von dem Ding an? So passe ich das Ding an. Okay. Also ich platziere das Ding, schiebe es nach oben. Zack. Das ist sehr geil. So. Der Kollege hat Strom. Machen wir hier noch einen Strommast hin. Zack. Zack. Oh, Biomasse. Oder potenzielle Biomasse, sagen wir so. So, wenn ich jetzt den Kollegen da oben anschließe. Müsste die Post abgehen. Oder mir geht der Strom aus.
Okay, das funktioniert. Der zeigt nach Rot an, aber der hat auch noch nichts zur Arbeit. Der soll hier Kupferbahn verarbeiten. Solange dass ich noch welche in der Tasche habe, lassen wir den schon mal arbeiten. Bis die da oben runterkommen. Hey. Hier hängt Biomasse in meinem Ding drin. Wir bauen hier Draht. Wieso steht der Kollege? Was ist eigentlich das Eisennetz? Okay, das klappt soweit. So. Stufe 1, Stufe 2. Basisbau. Ah, jetzt kann ich Meilenstein auswählen. Das erste ist Basisbau, Beobachtungsturm. Fundamente, Rampen, Logistik, Förderbandsplitter, teile ein Förderband in drei Teile, nützlich um interne Ressourcen von überlasteten Förderbändern zu separieren. Förderbandfusionator verbindet bis zu drei Förderbänder zu einem einzigen. Oh, das bräuchte ich früher, ey. Feldforschung. Jetzt ist die Hälfte natürlich auf Englisch. Na gut, das kriegen wir auch. Inventarplätze. Oh, Stufe 2. Teilmontage. Rot. Ach du fuck my life. Fester Biotreibstoff. Okay, wir machen als erstes Basis brauchen wir noch nicht. Das machen wir. Dafür brauche ich 150 von den Stangen. Was jetzt bedeutet, wir werden die Stangen einmal umbauen. Rezept auswählen. Eisenstange. Viel Glück. Dinger stellen wir her, jo. Mein Strom. Geht zu meiner Biomasse? Oh Gott, die Sau alle. Okay, mal Biomasse sammeln. Muss wieder Biomasse herstellen, ganz dringend.
Okay, die will er mir nicht geben, aus welchem Grund auch immer. Bin ein bisschen. Oh gut, das ist Early Access, steht auch links oben. Für ein Early Access Game ist es mal wieder. Okay. Ah, jetzt weiß ich auch warum. Ich bin voll. Das kann ich bestimmt aufnehmen. Ja, okay. Problem gefunden. So, dann stellen wir noch mal ein bisschen Biomasse her. Weil der hier zeigt. Ja gut, ich denke, der ist einfach unterfordert. Nicht genügend Platz im. Ach so, okay. Nehmen wir mal den kleinen Kram hier raus. Was könnte man noch rausnehmen? Die Blüten, mit denen ich gerade nicht weiß, was ich anfangen soll. So, Biomasse Blätter. Gut, besser als nichts. Wie schaut es bei dir aus? 109. So. Da bleibt sogar noch ein bisschen Biomasse übrig. Sehr gut. So, während der jetzt wie ein Blöder. Und jetzt können wir auch noch auf Zeiten erstmal schmeißen. So, jetzt ist das Ganze wenigstens mal sauber sortiert. Aber wenigstens ein bisschen Übersicht. Das Futter lassen wir da. Holz sowieso. Ja. Wir wollten eigentlich noch den Lift bauen. Spezial Weltraumlift. Ach ja, gut, dafür brauche ich 500 Beton, 250 Eisplatten und 400 Eisenstangen. Gut, Eisenstangen produziere ich gerade. Ne? Ja. Man, die Eisenplatten haben wir. Ich sehe da gerade allerdings, ich habe auch noch Eisenbahn. Aus welchem fucking Grund auch immer. So, direkt mal reinschmeißen. Hier kommen reihenweise die Kupferkabel. Schon 190. Beton wird auch produziert, wie blöd. Ja. Hier wäre noch ein Eisenerzvorkommen. Was bedeutet, wir werden jetzt hier gleich mal ein bisschen erweitern. Obwohl der Konstruktor da halt überhaupt nicht hinterherkommt. Es rentiert sich gerade halt nicht. Das anzuzapfen. Was schafft denn der Kollege da? Der schafft 60 Stück in der Minute. Der schafft nur noch 30. Sprich, ich kann mit dem da, aber kann ich zwei von den Dingen da bearbeiten lassen. Deswegen steht der jetzt auch schon immer mal wieder auf Gelb, weil er einfach nicht weiter produzieren kann, weil sich's hier staut. Ich weiß bloß nicht, ob der Große da aggressiv ist, aber ich gehe mal stark davon aus. Also Sicherheitsabstand. Gehen wir in der Zwischenzeit mal Biomasse sammeln.
Dieses grüne Zeug da ist giftig. Ist natürlich doof, weil ich hier gerade in die Richtung wieder rüber baue. Hey, schau mich nicht so böse an. Der schon wieder. Boah, du gehst mir vielleicht auf die Nüsse. Hey, chill mal deine Nuggets, Alter. Alien Organe. Ja, ich hab verstanden. Ich esse ja schon was. Ich habe hier noch irgendwo Nüsse. Okay, mein Essen ist weg. Aber dafür habe ich jetzt auch wieder volles Leben. Was bist du? Rohquarz. Ich weiß, dass ich das auch immer brauche. Ich nehme es einfach mal mit. Ah, schau mal. Mehr Futter. Noch mehr Futter. Oh nein, nicht noch so ein Viech. Ich frage mich, was ich mit dem Alien-Zeug machen kann. Also mit dem Panzer könnte ich es mir vorstellen. Bin ich schwer voll, Tatsache. Hier gibt es mehr Nüsse. Hier ist gefährlich. Schaden. Stimmt, ich kann ja nichts mehr aufnehmen. Gut, gut, gut. Soll ich sagen, da brennt irgendwas, weil da Rauch rauskommt. Ich leck mir am Arsch. So. Machen wir mal die Eisenbahn erstmal zur Seite. Wo habe ich denn jetzt schon wieder das Zeug hier? Alien Organe. Quarz auch erstmal auf Zeiten. So. Biomasse mal fix herstellen. Wichtig ist, möglichst viel Biomasse zur Verfügung zu haben, dass mir auf keinen Fall die Energie ausgeht. Eieiei, Schluck auf. Okay, da kann ich soweit nichts mehr produzieren. Ich brauche
Für den nächsten Meilenstein 150 davon und 150 davon und 300 davon. Ja gut, die habe ich schon stecken. So, machen wir fix den nächsten Meilenstein. Nächste Meilenstein heißt nämlich Logistik, weil meine Logistik ist. Wieso soll er das sein? Schwach. Milestone reached. Conveyor belts can now merge, split, and lift to increase the complexity and efficiency of your factory. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics to streamline short-range transportation. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. So, Dollar. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Stelle mir jetzt hier einfach einen davon daneben. Dann brauche ich so einen und so brauche ich einen Splitter. Dieser Splitter. Da muss ich ja erstmal hier ein Stück wegbauen. Hoppala. Ich brauche jetzt hier einen Förderbandsplitter. Hier geht's rein, da geht's raus. Okay. Okay. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Oh yes. Jetzt muss ich überlegen. Warte mal, der kann zwar splitten. Geht das jetzt auch in die andere Richtung? Verbinde bis zu drei Förderbänder zu einem einzigen. Genau. Der splittet und der verbindet wieder. Okay, verstanden. Und zwar, was war jetzt hier? Zack. Zack, zack. Fusion. Genau. Zack, zack. Drei. Neuer Eingang war da. Genau. Zack. Da geht's raus. Und zwar da rein. So. So, der Kollege soll dann Eisenplatten produzieren. Zack. Zack. Okay. Ja, aber sowas von genial. Wo kommt der Baum jetzt her? Der war doch gerade auch nicht da, oder bin ich blöd? Ist ja wurscht. Stört das so weit nicht. Jo. Das funktioniert. Dass sich's da drüben immer noch staut. Hier fließt's. Hier, es passt perfekt. Hier ist ein Fluss, da drüben staut sich's aber noch ein bisschen, aber das ist in Ordnung, soweit. Boah, ich liebe es. Kommt nämlich hier beides rein. So, schauen wir uns mal unser nächstes Ziel an.
Feldforschung wäre geil. Inventarblitze. Verbessere den Werkzeuggürtel um 5 Slots. Molekularanalysis Machine is used to analyze near and exotic materials found on alien planets. R&D will assist pioneers through the MAM to turn any valuable data into usable research options and new technologies. Das hört sich jetzt erstmal gut an. Zum Markieren von Bereichen. Scan die Umgebung nach bestimmten Gegenstand. Zeigt durch die Signal und Frequenz die Richtung und Entfernung an. Nochmal ein Handslot, okay. Was braucht man dafür? 300 Schrauben? davon und 100 davon. Ich meine, die Schrauben müssen wir noch händisch erstellen, ist kein Stress. Machen wir das da. So, dann stellen wir mal noch ein paar Schrauben her. Da kann ich auch noch nichts Neues produzieren. Ich brauche Eisenstangen. Oh. Irgendwas sagt mir, der splittet nicht vernünftig genug. Weil. Ich glaube, der Kollichter ist zu langsam. Der schafft 30 pro Minute. Der da schafft aber auch nur 30 pro Minute. Okay, dann machen wir doch erstmal was anderes, als ich vorgehört habe. Und zwar brauche ich jetzt hier wieder einen Splitter. Geht es? Nee, ist zu kurz. Scheiße. Geht, das geht. Zack. Da haben wir schon 3. Okay, ich brauche... Das hier ein Schmelzofen. Zu teuer. Was fehlt mir? Stangen natürlich. Die Stangen hier werden immer wichtiger, ey. Die hätte ich früher automatisieren sollen. Schmelzofen. Das könnte jetzt allerdings noch zu viel werden. Dann machen wir das jetzt hier anders. Da
in die Stromleitung. Zack. Hallo? Nein. Nein? Hallo? So. So. Du sollst hier Eisenbahn machen. Zack. Ne, der ist schon besetzt. Ist doch rüber. So, jetzt muss er allerdings von der Menge her reichen. Oh. Das war das Mikro. Jetzt müsste ich das aber auch rentieren vor dem Ding her. Mir kommt das so vor, als würde geradeaus mehr gehen als in die andere Richtung. Schon aus Prinzip irgendwie, keine Ahnung, komisch. Aber jetzt stimmt es wenigstens von der Produktionsdichte her. So, ich brauche auf jeden Fall Eisenplatten. Denk ich mal, wie viele Eisenplatten habe ich denn einstecken? Ich brauche 165 einstecken. 100 nehmen wir da raus. Dann nehmen wir hier. Brauche ich 300 und einstecken, habe ich gar nichts. Okay, dann nehmen wir den dicken Batzen. Man wird ja weiter produziert, juckt ja nicht. Habe ich schon 300 Schrauben? Ne, aber ich habe ein paar Eisenstangen. Brauche ich dann auch noch welche. Was sagt mein Strom? Mein Strom sagt alles im grünen Bereich. Ich stelle mir noch ein paar Schrauben her. Brauche mindestens 300 für den Ding hier. Eigentlich wollte ich schon lange diesen irgendwas Lift bauen. So, die Eisenstangen verbauen wir. Na, dürfen wir nicht ganz verbauen. Bauen wir so viel, das reicht. So, machen wir das, das, das. Oh, hat nicht ganz gereicht, das da. Frachter starten. Jawoll, ja. Sehr geil. Was ist denn das? Note, the object scanner requires calibration via the MAM to enable detection of specific objects. Ach, so einer ist es. Objektscanner braucht doch ein 3. 3 für den Objektscanner. Gut. Zack. Den Objektscanner nehmen wir in die andere Hand. Hier kann ich noch nichts Neues produzieren, oder? Ja. Gut. Ah, Hot Lunch. Okay. Und Lunch, ja genau, Lunched. Basisbau. Dafür brauche ich 200 Beton, 100 davon, 100 davon. Machen wir das so. Machen wir Stufe 1 ausbauen, aber dann kommt der Lift. Out of range. Wait, kann ich damit das Zeug scannen?
Okay, ich kann das nicht. Warte mal. Suche nach, aber ich kann nichts auswählen. Okay, starke Leistung. Keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. So, 200 Beton, Beton kommt hier rein, Beton haben wir mehr als genügend. Zack, zack. Beton läuft auch die ganze Zeit schon relativ ruhig. Dann brauche ich 100 Eisenstangen, mal wieder. Und 100 Eisenplatten. Ich kann das bloß noch nicht reinholen, weil der Brot noch nicht zurück ist. Der müsste jetzt hier gleich runterkommen. Ah, da ist er. Das ist der Brot. So. Zack, zack, zack. Zack. Frachter starten. So, Stufe 2, Teilmontage. Kettensäge. Slot Händler, Treibstoff, Biotreibstoff, Fässer, Biotreibstoff. Boah, das macht Sinn. Und das ist sogar verhältnismäßig billig, weil das ist ein Kupfergabel, da kriege ich eh tonnenweise. Ja, die kriege ich aber auch relativ leicht hergestellt. Wir nehmen erst die Hindernisbeseitigung. Wie lange sind wir denn dran? Dreiviertel Stunde schon wieder. Leck mir am Arsch. Brennt die Zeit in dem Spiel schon wieder hin. Das ist wie Factorio, ey. Du schaust einmal hin auf die Uhr und zack, boom. Zeit am Arsch. Das hier läuft alles einwandfrei. Ich muss mir allerdings so allmählich überlegen, wie ich das Ganze. Ich frage mich, wie ich den Scheiß hinten wegkriege. Ich habe hier allerdings schon eine Idee, was ich hier mache. Woraus geht es so funktioniert alles, so wie ich das will. Das ist wieder typisch. Kalk habe ich hier, wie die Sau. Naja, wie gesagt, eigentlich sollten die Folgen eine halbe Stunde lang gehen, aber ich merke schon, das wird nichts. Ich meine, das hat in der ersten Folge jetzt noch geklappt, weil der aller Anfang ein bisschen zäh ist, aber wenn man da mal drin ist, ich würde ja gerne sagen, wir bauen in der nächsten Folge jetzt dann den Lift. Was bringt mir der eigentlich? Das müsste doch da eigentlich auch mit dabei stehen. Was bringt mir dieser? Ich habe ja da noch was. Stimmt ja. Fordert Lieferung spezieller Projektteile, um die Phase der Projektmontage abzuschließen. Abgeschlossene Phasen im Weltraum werden neue Meilensteine abverfügbar machen. Okay. Ja, und der soll es ja. Den kann ich bauen. Die Frage ist, wo ist da vorne und hinten? Okay, habe ich herausgefunden, was vorne und hinten. Ich baue das jetzt einfach mal dahin. Holy fucking shit. Alien-Organismen.
Nährstoffe, Blütenblätter. Ich hab den ganzen Scheiß. Ich hab Quarz. Ich hab das hier. Ich hab Blütenblätter wie Zau. Keine Ahnung, ob das reicht. Keine Ahnung, ob das reicht. So. Ja, und jetzt? Forscher an der. Muss ich jetzt hier irgendwo auf Forschen drücken? Ah, hier Forschung starten, 3 Sekunden. Organische Eigenschaften, Belohnung, Biomasse. New research available in the MAM. Neue Teile. Medizinischer Inhalator. Inventarkapazität. Ich habe bloß keine Dinger mehr, okay. Aber nee, Alter, das ist ja noch komplexer, als ich dachte, der ganze Mist. Belohnung zu teuer. Dafür brauche ich mehr von diesen Alien-Panzern. Okay. Stehe. Aber ich habe hier Blüten. So, was brauche ich dafür? Hallo? Farbpistole. Ne, danke. Nährstoffe. Zack. Ach so. Was sind das jetzt? Stahlrohr, Stator, statische Teile eines Motors. Ja, den kennen wir. Forschung starten. Ja, gut, so einen Steckpilz habe ich keinen. Elektroschnecken. Davon habe ich bis jetzt eine. Produktion übertakten. Fett. Quarz. Dafür habe ich den Objekt Dings, Wums, Bums, Dings. Jetzt müsste ich da ja Optionen dafür haben. Belohnung Quarzkristall. Zu teuer. Ist das Kieselsäure? Ach, fuck my life, Alter. So, lass mich ran. Ich gehe jetzt hier drauf. Beere, Nuss, Beere, Nuss. Ich kann zwischen Beeren und Nuss umschalten. Da oben. Da. Da ist aber keine Beere. Und da wird normalerweise Beeren drauf sein. Ich wurde verarscht. Ups, das war zu tief. Guck mal.
Ach nee, es hat nur so ausgeschaut, als würde mein Strom hier auf gelb laufen. Da sind noch 100 drin, da sind noch 99 drin und da sind noch 50 drin. Können wir direkt mal auffüllen. Dann habe ich die Biomasse im Inventar, wo du direkt am Kraftwerk sitzt. So, gibt es hier auch schon ein neues Spielzeug? Nö. Biomasse, Alien-Organe. Ich kann Energiefragment. Was kann ich damit machen? Produktionsrate ist 7,5 pro Minute. So, stellen wir mal fix Biomasse hier mit dem ganzen Zeug. Alter, ich wollte eigentlich gerade wieder aufhören. Ist wurscht. Wir haben Zeit. Ist ja Gott sei Dank Sonntag. Also, während ich das hier aufnehme. Wann ich es rausbringe, weiß ich noch nicht. Aber das ist jetzt erstmal mein Problem. Ja gut, wie es in der nächsten Folge weitergeht, weiß ich noch nicht, weil mich erschlägt gerade so ein bisschen die Vielfalt, aber wir werden sehen.